Leute, ich war mal wieder bei DM shoppen, was bei mir natürlich total selten vorkommt. Und habe dabei natürlich das neue Essenssortiment entdeckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind ganz schön viele Sachen sofort ins Auge gesprungen, die ich natürlich mitnehmen musste. Es sind doch einige Produkte. In diesem Haul seht ihr auch nur neue Essensprodukte. Ich habe nichts anderes gekauft bei meinem letzten DM-Besuch, sondern wie gesagt nur Sachen aus dem neuen Essenssortiment. Und ihr wisst ja, wenn ein neues Essens- oder Catrice-Sortiment ist, auftaucht, neu rauskommt, dann werdet ihr diesen Haul von mir sehen und in 2-3 Wochen mache ich dann eine DM-Haul-Review, wo ich euch dann sage, wie ich die Produkte so gefunden habe. Und ich würde sagen, da ich viele Produkte habe und ich vermute mal, dieses Video ein bisschen länger dauern wird, legen wir sofort los. Das erste, was ich mir gegönnt habe, ist etwas für die Nägel und zwar ist das einer dieser neuen Metal Shock Nail Powder plus den Metal Shock Sealing Top Coat. Denn so wie das hier auf der Verpackung draufsteht, braucht man den hier, damit das wirklich alles so gut funktioniert. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ich habe mir bei dem Nail Powder die Farbe 06 Be My Little Mermaid gekauft. Was natürlich, ne, ihr wisst ja, ich liebe Meerjungfrauen. Ich bin ja in Wirklichkeit eine Meerjungfrau, deswegen musste ich mir den hier mitnehmen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man so diese Verpackung sieht, würde man denken, dass dieses wunderschöne Türkisgrün ja auch sich im Puder widerspiegelt und das tut es auch bedingt. Wenn man jetzt diese Verpackung aufmacht, ist da erstmal nur so ein kleines Plastikdöschen drin mit dem Puder und wie man schön sehen kann, es ist weißes Puder, was ich schon sehr seltsam finde bei dieser Verpackung. Es hat aber einen Schimmer, einen leichten Schimmer wie eben dieses Türkisgrün auf der Verpackung. Ich hätte es mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe es noch nicht benutzt. Ich werde es natürlich benutzen und in 2-3 Wochen werdet ihr es dann auch auf den Nägeln sehen, wie das so ausschaut. Ich hoffe ja, dass das wirklich so einen Chrom-Effekt haben wird. Ich weiß nicht, ob ihr das schon öfters gesehen habt bei, ich glaube, Gelnägeln, meine ich. Wurde das ja schon, gibt es das ja schon seit längerem, dass man eben dieses Pulver hat, was man richtig schön, wie sagt man, aufpoliert und dann hat das einen richtigen Chrom-Effekt. Deswegen, ich hoffe sehr, dass das diesen Effekt haben wird. Und ja, diesen Sealing Top Coat, wie gesagt, hier stand drauf, dass man den so als Abschluss über dieses Puder auftragen soll. Deswegen habe ich mir den mitgenommen und ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird und ob es überhaupt funktioniert. Und dann habe ich mir noch was für die Nägel geholt. Und zwar habe ich mir einen dieser wunderschönen Glitzernagellacke mitgenommen, die auch neu rausgekommen sind, logischerweise. Und zwar ist das einer aus der Holo Rainbow Reihe. Die Nummer 09 Holo Fever, das ist ein super, super schöner Lavendelton mit halt Multicolor Glitzerpartikeln mit drin. Sieht super schön aus. Ich liebe ja alles, was so Glitzer-Topcoat-mäßig ist. Ich weiß nicht, ob der deckend sein wird oder ob das nur ein Topcoat ist. Beides fände ich super. Also mir ist das eigentlich relativ egal, ob der jetzt super deckend ist oder ob ich das über einen anderen Nagellack auftrage. Ich mag solche Effekte sehr gerne. Ich finde Glitzer super, gerade auf den Nägeln. Deswegen musste ich mir einen mitnehmen. Die hatten auch so einen sehr, sehr schönen grünen, also so ein Türkisgrün, so ähnlich wie meine Haare oder wie das Nail Powder vorhin, beziehungsweise die Verpackung des Nail Powders. Da hatte ich auch überlegt, ob ich den mitnehme, aber irgendwie hat es mir der lilane, dieser lavendelfarbene doch ja, ein bisschen mehr angetan. Ich werde sehen. Wenn der gut ist, dann kaufe ich mir den türkisfarbenen, also türkisgrünfarbenen vielleicht auch noch. Wir werden sehen. Dann das einzige Produkt, was ich mir für den Teint quasi gekauft habe. Also die haben ja auch eine neue Foundation rausgebracht. Sagt mir, ob ihr Interesse hättet, dass ich vielleicht eine First Impression mache oder so, dann mache ich das eventuell. Und ja, ich habe mir aber auch ein Puder geholt. Und zwar das Essence Brighten Up Banana Powder in der Farbe 10 Baba Banana. Baba Banana, alles klar. Es gibt nur dieses eine hier und ich sage heute ganz schön oft es tut mir leid. Ich habe noch nie ein Banana Powder oder sowas ausprobiert, weil meistens die Banana Powder, die ich so gesehen habe in der Drogerie oder sowas, waren mir immer zu gelb. Und da ich ja sehr, sehr hell bin, ist das, wenn es zu gelb ist, nicht gerade sehr sinnvoll, weil meine, beziehungsweise weil es denn unter den Augen wirklich gelb ausschauen würde. Dieses hier fand ich aber wirklich sehr interessant, weil das tatsächlich nur einen leichten Gelbton hat. Also einen sehr, sehr hellen Gelbstich. Gelbstich, einen sehr, sehr hellen Gelbton. Deswegen dachte ich mir, ich probiere das mal aus. Ich habe das heute auch das erste Mal ausprobiert. Kann auch nicht allzu viel sagen, da muss ich echt mehr testen, wie ich das so finde. Vom Gefühl her, aber wenn man mit dem Finger reingeht, fühlt sich das super fein gemahlen an. Richtig smooth, schon fast silikonartig, also richtig, richtig glatt, möchte ich ja schon mal behaupten.
ganz, ganz angenehm seidiges Gefühl, wenn man das so zwischen den Fingern zerreibt. Deswegen, vom Puder her fühlt es sich auf jeden Fall erstmal toll an. Ich bin gespannt, wie ich das so weiterfinden werde, denn ich denke, das werde ich tatsächlich nur unter den Augen verwenden, um da ein bisschen, um das einfach ein bisschen aufzuhellen. Und ne, ihr wisst ja, wozu diese Banana Powder gedacht sind. Mal sehen, ob das bei meiner hellen Haut wirklich so gut funktioniert. Ich vermute mal, eigentlich sind diese Banana Powder eher was für Leute, die ein bisschen gebräunten Teint haben. Da das aber so hell ist, dachte ich mir, probiere es mal aus. Wir werden sehen, wie ich es auf Dauer so finde. Den musste ich mir natürlich mitnehmen. Ich meine, ja, was soll ich dazu sagen? Der musste einfach mit. Und zwar ist das der Prismatic Hololighter. Nicht Highlighter, sondern Hololighter Stick. In der Farbe 10B Unique B Unicorn. Und es gibt auch nur diese Farbe. Ich muss ganz ehrlich sagen, vom Schimmer her sieht der wirklich traumhaft schön aus. Es ist ein weißer Highlighter mit einem wunderschönen bläulich-lilafarbenen Schimmer. Aber es ist schon sehr bläulich. Finde ich traumhaft schön. Ich befürchte nur, ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Deswegen, ich kann jetzt noch nicht sagen, ob der wirklich gut ist oder schlecht oder ähnliches. Allerdings, so vom Swatchen her, fühlt er sich sehr, wie soll ich sagen, Lipbalm-mäßig an. Also sehr, sehr dünn von der Konsistenz. Und wenn man das mit dem Finger ein bisschen zerreibt, sage ich jetzt mal, verschwindet er nahezu. Also man hat dann diesen Holo-Schimmer nicht mehr, sondern nur ein paar einzelne Glitzerpartikel. Deswegen, ich vermute mal, man muss den definitiv auftupfen, um halt diesen wirklich schönen Holo-Schimmer zu behalten. Ich werde es ausprobieren. Ich werde versuchen, mit dem Finger aufzutragen, mit dem Schwämmchen, mit dem Pinsel, was man alles so machen kann, ob es überhaupt über Foundation funktioniert, weil das ist ja auch oft so eine Frage mit solchen Foundation, nicht Foundation, Highlighter-Sticks. Mensch, ich wollte jetzt echt sagen Hololighter-Sticks, aber naja, das ist der einzige Hololighter, der mir so bekannt ist. In dem Swatch habt ihr das ja sicherlich gesehen, wie schön dieser Effekt sein kann. Aber ich weiß nicht, ob er sich so auch auf der Wange verhalten wird wie beim Swatch, weil der eben sich so dünn von der Konsistenz anfühlt. Wir werden sehen. Schönes Produkt an sich, wenn es denn funktioniert. Dann habe ich mir eins der neuen Augenbrauenprodukte mitgenommen. Und zwar, es gab ja auch noch diese Brow Marker, die so wirklich aussahen wie Textmarker. Da habe ich mir erstmal so gedacht, naja, versuchen wir es erstmal mit diesem Augenbrauenstift. Und zwar ist das der Super Last 24 Hours Eyebrow Pomade Pencil in Waterproof. Ich habe mir die hellste Variante 10 Blond mitgenommen. Habe den heute auch mit einem anderen zusammen verwendet. Denn ich habe mir den tatsächlich in Blond gekauft, weil ich gerne zwei verschiedene Farben verwende, weil ich mir finde, das sieht noch schöner aus bei den Augenbrauen. Ein bisschen natürlicher, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen habe ich mir den in Blond mitgenommen. Es gab drei Farben. Ich meine Blond, Brown und Dark Brown oder so. Auf jeden Fall noch eine dunklere Variante. Der fühlt sich tatsächlich pomadenmäßig an. Also so ein bisschen wachsiger. Ist auch durchaus cremig, also gibt gut Produkt ab. Ich weiß allerdings nicht, wie ich diese wachsig-pomadige Konsistenz so finde. Heute, es hat sich gut auftragen lassen und so weiter. Allerdings mag ich das nicht, wenn man jetzt zum Beispiel so über die Augenbrauen geht und dann über die Härchen halt kommt, dass die Härchen dann so an der Haut festkleben. Das ist halt nicht so mein Ding. Wenn man die dann nachher durchkämmt, dann geht das alles. Aber ja, ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Ich werde es aber weiterhin testen. Vielleicht wird das mein absoluter Lieblingsaugenbrauenstift. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist das wirklich eine, wie soll ich sagen, eine Konsistenz, die ich so bei einem Augenbrauenstift noch nicht gehabt habe. Das nächste Produkt finde ich so mega spannend. Und zwar ist das der Metal Art Lip and Eyeliner. Also ein Eyeliner, der auch für die Lippen gedacht ist. Fand ich super interessant. Die hatten sehr, sehr tolle, interessante Farben. Ich habe mir die Farbe 04 Pink Glam geholt, was tatsächlich so ein pink-rötlicher Ton ist. Also es hat tatsächlich so einen leichten Duochrom-Effekt. Wenn man von der einen Seite guckt, sieht der so ein bisschen rötlich aus und von der anderen Seite eher so ein metallisches Pink. Sehr interessant. Allerdings beim Swatch fand ich nicht perfekt deckend. Also ich vermute mal, dass man echt mehrmals drüber gehen muss, um das wirklich schön deckend hinzubekommen. Ich hoffe, dass er dann aber wirklich deckend ist. Weil die Idee finde ich erstens toll, dass der für die Lippen und Augen geeignet ist. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin da nicht so empfindlich. Auch wenn irgendwas nicht für die Lippen normalerweise gedacht ist, benutze ich es trotzdem auf den Lippen oder umgekehrt. Aber es ist schon gut, wenn man weiß, man kann es auf beiden benutzen, also Auge und Mund, und es gibt da keine Probleme. Ich finde es schön. Ich finde die Farbe wunderschön. Ich hoffe, dass es auch gut funktioniert mit Pünktchen machen. Ihr wisst ja, ich stehe auf Pünktchen machen bei den Augen und auch auf den Lippen. Ich werde echt mal ausprobieren, auf den Lippen so Pünktchen oder sowas zu machen. Und vor allen Dingen wird mich interessieren, ob der auf den Lippen, wenn man da tatsächlich irgendein Muster oder sowas malt,
ob er da auch gut hält oder ob das Muster in kürzester Zeit komplett verschwommen ist oder sonstiges. Deswegen, ich werde es auf den Augen sowohl als auch auf den Lippen ausprobieren und ich hoffe tatsächlich sehr, dass das gut funktionieren wird, weil ich das Produkt an sich super finde. Zumindest super interessant. Wenn es funktioniert, dann finde ich es generell super. Dann habe ich mir 3 Lippenprodukte gekauft. Als allererstes dieses kleine Teil hier. Und zwar ist das der Essence Butter Stick Mad Love. Ich habe die Farbe 04 Pink Marshmallow. Hier steht auch drauf, dass das mit Kakaobutter ist. Finde ich super interessant. Die hatten da nicht wahnsinnig viele Farben. Ich meine, die hatten 4 Glossy Sticks und 4 von der matten Variante. Da ich aber tatsächlich, ich trage auch manchmal Glossy, so ist es nicht, aber meistens trage ich gerne matt, dachte ich mir, nehme ich mir mal eher einen aus der matten Reihe mit. Die Farbe finde ich super schön. Ein sehr, sehr schönes Altrosa. Passt zu vielen, vielen Augen-Make-ups. Deswegen dachte ich mir, komm, nehme ich mir mal die mit. Vom Swatch her sah der sehr schön aus. Überhaupt nicht matt, wenn ich ehrlich bin. Also es sah eher, ja, ein ganz normales Lippenstift-Finish sah das aus. Also nicht besonders matt, aber wir werden sehen, wie das auf den Lippen ausschaut. Vielleicht braucht er auch ein bisschen Zeit, bis er sich setzt und dann richtig matt wird. Wir werden sehen. Riechen, finde ich, tut er super angenehm, denn ich finde, der hat tatsächlich so ein bisschen was Kakao-Kaffee-mäßiges schon fast. Also irgendwie so ein bisschen wie Kaffee auch. Wie Cappuccino, irgendwie sowas. Riecht auf jeden Fall super, super lecker, deswegen das ist schon mal ein Pluspunkt. Wir werden sehen, wie er sich so auf den Lippen macht, wie lange er hält und ob er wirklich, wirklich matt ist. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich die komplette Essence Long Lasting Lipsticks Reihe habe. Ich glaube, mir fehlen nur 2 Stück, die es halt aber von Anfang an irgendwie nicht gab oder nur ganz, ganz kurz gab. Aber auf jeden Fall habe ich wirklich nahezu alle aus dieser Reihe. Die wurde ja jetzt komplett rausgenommen und es sind jetzt diese hier mit reingekommen, die genauso ausschauen von der Verpackung her wie die Long Lasting Lipsticks. Und zwar habe ich mir, achso, erstmal muss ich ja sagen, wie die heißen. Die heißen Ultra Last Instant Color Lipsticks. Und ich habe mir die Farbe 16 Fancy Blush gekauft. Ich habe schon mal eine Kritik. Das finde ich übrigens, fand ich schon blöd bei den Long-Lasting Lipsticks, die später rauskamen, dass hier unten nur noch die Nummer draufsteht und nur noch hier auf diesem blöden Aufkleber die Farbbezeichnung, also der Name. Ich mache diese Aufkleber immer ab, weil ich die einfach potthässlich finde. Deswegen finde ich es sehr nervig, dass ich nachher nur noch die Nummer weiß und nicht den Namen. Aber gut, das ist jetzt eine nebensächliche Sache. Es ist nebensächlich. Die Farbe finde ich total schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mir davon definitiv nicht die ganze Reihe kaufen, so wie ich das bei den Long Lasting Lipsticks gemacht habe, auch wenn die hier gut sind, weil die Farben den Long Lasting Lipsticks so verdammt ähnlich sind. Ich glaube sogar, dass diese Farbe, die Nummer 16, der Farbe Nummer 16 aus den Long Lasting Lipsticks Reihe sehr, sehr ähnlich ist, wenn nicht sogar identisch. Ich habe den noch nicht nebeneinander geswatcht. Das werde ich aber in der Review von den Produkten, also in der DM Haul Review, die dann in 2-3 Wochen kommt, werde ich das auf jeden Fall machen und auch eben abfilmen, damit ihr sehen könnt, ob die Farbe tatsächlich ähnlich ist der Nummer 16 aus der Long Lasting Lipsticks Reihe. Vom Swatch her sah es okay aus. Es ließ sich nicht perfekt swatchen, fand ich, der Lippenstift. War aber durchaus in Ordnung. Sieht sehr feuchtigkeitsspendend aus. Hat, also, sagen wir mal so, im Laden habe ich ihn ein bisschen länger auf der Hand gehabt und er hatte auch einen kleinen Stain hinterlassen. Was ich persönlich mag, ich liebe es, wenn Lippenstifte einen Stain hinterlassen, weil sie einfach viel, viel länger auf der Lippe halten. Und wenn es sich abträgt, sieht es dann einfach nicht so scheiße aus, wenn ich mal ehrlich sein darf. Deswegen finde ich das sehr gut. Wir werden sehen. Ich werde ihn ausprobieren. Ich werde euch sagen, ob ich ihn besser finde als die Long Lasting Lipsticks oder schlechter oder was auch immer. Und vor allen Dingen, ob die Farbe der Nummer 16 von den Long Lasting Lipsticks identisch ist. Wir werden sehen. Dann musste ich mir natürlich einen aus dieser neuen Metal Shock Lip Paint Reihe aussuchen. Leute, diese Farbe, ne? Wo ich diese Farbe gesehen habe, da war es um mich geschehen. Ich finde dieses wunderschöne, blaustichige Fuchsia-Pink, so richtiges Hot-Pink, einfach nur traumhaft schön. Die Farbe nennt sich 03 Lily of the Valley. Hier steht übrigens auch noch drauf, Stains the Skin. Also, ein Stain hinterlässt er auch, deswegen, da freue ich mich schon sehr drüber. Vom Swatchen her, ich habe dir wie gesagt, ich habe gar keine dieser Produkte bisher irgendwie ausprobiert, außer die, die ich euch gesagt habe, das Banana Powder und der Augenbrauenstift. Alles andere habe ich heute noch nicht verwendet oder generell halt noch nicht verwendet. Und auf diesen hier bin ich so scharf, den endlich auszuprobieren, denn vom Swatch her sieht der so genial aus. Hier steht ja drauf Lip Paint, das kann natürlich alles bedeuten. Für mich sieht er echt aus wie ein sehr, sehr stark pigmentierter, metallischer Lipgloss oder auch ein Liquid Lipstick. Ich glaube allerdings nicht, dass er antrocknet wie ein Liquid Lipstick.
Sondern ich glaube, der bleibt einfach wie ein sehr gut pigmentierter Lipgloss. Weiß es aber nicht. Es sah nur vom Swatch so aus. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Da gab es auch einen wunderschönen lilanen. Und ich meine sogar einen richtig total coolen türkisgrünen. Also wenn ich den mag und der mir nicht irgendwie in die Lippenfältchen rutscht, was ja bei solchen Sachen oft gerne mal passiert, werde ich mir auf jeden Fall die anderen zwei Farben auch noch kaufen. Aber die Farbe, oh mein Gott, die ist so schön, die ist so schön. Und ich finde, solche Farben stehen mir irgendwie auch besonders gut. Also solche kühlen Pinktöne und so weiter sind halt genau mein Fall. Deswegen wünscht mir Glück, dass der gut sein wird und dass der auf den Lippen richtig toll ausschauen wird und vor allen Dingen gut halten wird. Und zu guter Letzt habe ich mir noch zwei Produkte für die Augen geholt. Ich musste mir einfach eine der Lidschattenpaletten, also der neuen Lidschattenpaletten, aussuchen. Ich muss die ausprobieren. Ich will einfach wissen, wie die so sind. Und zwar habe ich mir diese hier ausgesucht. Das ist die All About the Magical Forest. Also wie der Name schon sagt, ist das eine weitere Palette zu dieser All About Reihe. Ich habe die All About Nude, glaube ich, die All About Roses. Also ich habe noch welche von den kleineren, wo nur 6 Lidschatten drin waren. Und ich habe auch eine von denen, wo schon 8 drin waren. Und ich muss dazu sagen, die All About Nude und die All About Roses, finde ich, waren wirklich gute Lidschattenpaletten. Ich habe die All About Nude sehr viel gerne auch mitgenommen, wenn ich auf Reisen war oder sowas. Und ich war nicht oft auf Reisen, aber wenn, habe ich sie immer mitgenommen, weil da alles drin war, was man so gebraucht hat für ein normales Augen-Make-up. Deswegen hatte ich auf jeden Fall von vornherein gute Hoffnung, was diese Lidschatten hier anbelangt. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, so rein vom Swatchen her, ihr seht ja das immer in der Einblendung. Ich habe die übrigens mit dem Pinsel geswatcht, weil ich immer denke, mit dem Finger trägt man ja doch selten Lidschatten auf. Ich überhaupt nicht. Ich mag das nicht, weil ich einfach mit dem Finger nicht so präzise sein kann wie mit dem Pinsel. Dann benutze ich noch eher einen Applikator, statt meinen Finger zu benutzen. Ich habe euch aber den Pinkton auch nochmal auf den Handrücken mit dem Finger geswatcht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, swatchen lassen die sich nicht perfekt. Sie lassen sich mit dem Pinsel schon mal gut aufnehmen. Die Pigmentierung ist aber leider eher so mittel, würde ich sagen. Schwach bis mittel. Ich habe schon deutlich schwächere Pigmentierungen gesehen, aber es ist halt keine gute Pigmentierung. Nun muss ich aber dazu sagen, Swatches sagen nicht unbedingt viel darüber aus, wie ein Lidschatten sich nachher auf dem Auge verhält. Deswegen, vielleicht sind die total schön auf dem Auge, vielleicht lassen sie sich da richtig gut auftragen. Ich habe die ja auch nicht mit einer Base geswatcht oder ähnliches, deswegen, ich lasse mich überraschen. Die Farben hier drin gefallen mir sehr, sehr gut. Es sind alles Farben, wo Glitzer drin ist, außer dieser Braunton. Das ist eher so ein satiniertes Finish, würde ich sagen. Könnte man auch durchaus als matten Ton verwenden, auch wenn er nicht wirklich matt ist. Die anderen haben alle irgendwie Glitzerpartikel drin, was ich sehr schade finde. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie hier eine Variante gemacht hätten von matten Farben mit schimmernden oder glitzernden Farben. Ich habe nichts gegen Glitzerlidschatten. Heute trage ich ja auch einen Glitzerlidschatten. Aber ja, ich brauche auch matte Farben für ein komplettes Augen-Make-up. Deswegen wäre es schön gewesen, wenn hier welche drin gewesen wären. Andererseits habe ich genug matte Töne, von daher nicht ganz so dramatisch. Tolle Farben, vor allen Dingen dieser Grünton und auch dieser wunderschöne Türkiston gefallen mir sehr, 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 zumindest hier im Fändchen. Wir werden sehen, wie die sich so auf dem Auge verhalten. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, vom Swatch her ist die Pigmentierung definitiv nicht so gut wie die All About Nude oder die All About Roses. Aber hey, wir werden sehen, wir werden es ausprobieren und ich werde euch in 2-3 Wochen sagen, wie ich die so finde und ob die empfehlenswert ist. Und das letzte Produkt ist auch, finde ich, ein sehr interessantes Produkt. Und zwar ist das einer der Metal Shock Eyeshadows. Ich habe den in der Farbe 04 Supernova. Ein sehr, sehr schönes Graugrün, nenne ich das jetzt mal. Interessante Farbe, vom Swatch her auch gut pigmentiert. Allerdings habe ich ein bisschen Angst, dass das so ein, wie soll ich sagen, ein kleines Crease-Desaster wird. Denn er hat eine ganze Weile gebraucht, bis er überhaupt sich gesetzt hat, wenn er sich dann überhaupt gesetzt hat. Also es war ein bisschen schwierig schon beim Swatch da irgendwie. Naja, der Swatch sieht gut aus, aber ihr wisst, was ich meine. Man merkt ja schon oftmals, ob sich ein Produkt eben schnell setzt oder nicht und ob es eher ein bisschen glitschiger ist. Und das hier sieht mir sehr ein bisschen, hier ist ein Fussel, ein bisschen glitschiger aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Glitschig ist nicht das richtige Wort, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Und ich muss mal schon eine kleine Bemängelung hier mal an Mann bringen. Und zwar kann man diesen Applikator nur super schwer wieder da reindrücken. Ihr habt das hoffentlich gerade gesehen. Das geht so schwer. Ich habe Angst, dass ich mit der Zeit diesen kleinen Applikator, dieses Schwämmchen irgendwie abbrechen werde oder sowas. Ich hoffe nicht, dass das passieren wird, aber die haben definitiv diesen, wie soll man sagen, dieses Abziehteil, damit eben nicht so viel Produkt auf dem Applikator ist, haben sie definitiv zu eng gemacht. Das ist nicht so gut und ich hoffe sehr, dass das nicht abbrechen wird. Und vor allen Dingen hoffe ich aber, dass, wenn ich ihn auf meine Augen benutzen werde, das werde ich natürlich,
dass er sich wirklich setzt und nicht smatscht oder sonstiges. Ich habe Schlupflider, deswegen kann das schnell zu einem Desaster werden. Aber wir werden sehen, die Farbe gefällt mir gut und ja, deswegen mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich den eher so als Base verwenden werde oder ob er wirklich dazu geeignet ist, ihn alleine zu tragen. All das werde ich ausprobieren und euch bald berichten. So, das waren jetzt alle Produkte, die ich mir erstmal aus dem neuen Essenssortiment so mitgenommen habe. Ich werde nochmal beim DM in der Stadt gucken, der ein bisschen größer ist. Der hat meistens noch ein paar mehr Essensprodukte als jetzt der hier bei uns um die Ecke. Deswegen mal sehen, was ich da noch so finde. Und ich bin immer so traurig, dass so viele Sachen bei Müller halt noch im Sortiment sind, die halt mega interessant sind. Irgendwie die coolsten Produkte gibt es immer nur bei Müller. Das gilt übrigens auch für die Catrice-Theke. Ich hätte so gerne diese Klick-Lidschattenpalette von Catrice gehabt. Aber ich habe die bisher nirgendwo gesehen. Es scheint die nur bei Müller zu geben, was ich super traurig finde. Und deswegen finde ich auch das neue Catrice-Sortiment super langweilig. Da ist echt nichts dabei, was mich anspricht. Deswegen glaube ich nicht, dass ihr da ein Haul sehen werdet. Es sei denn, ich finde noch ein paar Sachen, die mir doch gefallen. Aber bisher hat mich das Essenssortiment irgendwie mehr angesprochen. Also das neue Essenssortiment als das neue Catrice-Sortiment. Naja, wir werden sehen. Wie gesagt, habe ich jetzt schon 100-mal in diesem Video erwähnt. In 2-3 Wochen kommt eine Review, eine DM-Haul-Review und sage euch dann, wie die Produkte funktionieren, ob sie bei mir funktioniert haben, ob sie nicht funktioniert haben. Alles Nötige, was man eben Wissenswerte über die Produkte wissen kann. Und ja, ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye!